Hey Leute, willkommen zurück zu Demon's Souls. Ja, ich war noch ein bisschen farmen, ein paar Seelen farmen, wie ihr seht. Mit der Rüstung von Seelen. Oh, diese Wortspiele sind richtig schlecht, ne? Ich weiß. So, ich hole mir erstmal Endurance. Ich hoffe, ich werde... Ne, ich kann nur noch ein Level abholen. Ja. So, 12.000 Seelen. Was mache ich? Ich glaube, ich werde mal den Schwein aufs Dorf... Nee, warte mal. Ich wollte noch was zeigen, genau. Ihr seht's. Das Valley of Defilement ist nun nicht mehr schwarz. Es ist mehr so ein bisschen dunkel. Aber nicht wirklich ganz dunkel. So, ich habe nämlich eben schon gemerkt im Schwein of Storms, das schwarze Welten-Event ist noch nicht so weit. Ich muss mich da, glaube ich, noch ein paar Mal umbringen. Deswegen gehe ich erstmal in den Boletarischen Palast. Und zwar in 1.1. Denn dort findet das Ganze jetzt statt, was ich euch zeigen wollte. Das ist, glaube ich, auch das einzige Welten-Event, wenn ich mich da nicht täusche. Ja, dann muss es halt später kommen mit dem, was ich da letztes Mal angesprochen habe, mit der Krähe, mit der lieben Sparkly. Ja, sie heißt Sparkly, in Dark Souls heißt sie dann wieder Snuggly. Aber ich finde sie knuffig, also die Stimme alleine schon, die ist richtig putzig. Naja, so, also es wird nicht sehr viel passieren, bis auf eben den Umstand, dass hier mehr schwarze Phantome kommen und eine besondere Person, die ich auf jeden Fall killen möchte. Denn da gibt es noch was anderes Nettes, was ich eigentlich nur von den Primeval Demons bekomme. Ich glaube, heißen die Primeval? Spricht man das auch so aus? Primeval, ich weiß es doch nicht. So, komm mal her, du Vieh. Fuck. Ja, hallo, ist klar. Ich konnte eben nicht mal reagieren. Also blocken und so, ne? Ging nicht. Dummes Vieh. So, die Tür hier ist nämlich auf. Öffnet sich nur in der Pure White oder Pure Black World Tendency. Und da ich die Pure Black habe, kommt jetzt ein Event, was wahrscheinlich nicht so gut ist in meinen Augen. Aber, naja. Ich darf nicht sterben, das ist das Wichtige. Oh, guck mal, habe ich ganz vergessen. Haben drei schwarze Phantome. Aua. Aber die haben alle nichts drauf. Das sind so ganz normale Untote. Und die machen mir nur ein bisschen Aua. Die haben Crescent. Und nee, komm, das kann ich euch. Ja, ich nehm's mit. Nicht, dass ich da noch gierig werde, weil da was rumliegt. Oh oh. Bleibst du stehen. Shit, das Ding ist weg. Aber ich glaube, die hätte auch nur ein paar Heartmoon Stones da. Heartstones dabei gehabt. Heartmoon. Heartmoon Stones, genau. Sponsert bei Heartmoon. Gut. Kommt, ihr Viecher. Ich weiß, da kommen jetzt noch welche. Gut. Vier Stück. Eieiei. Fünf. Sage mal. Aber sonst geht's euch gut. Kommt, ich hab mehrere. Ach komm. Na, die laufen immer genauso, dass ich nur einen treffe. So, das war's. Crescent. 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 Ja, da gibt's nur das billige Zeug. So, aber jetzt wird's halt interessant, denn... Warte mal, hier war nichts mehr, ne? An der Mauer? Ne. Aber ich finde das schon irgendwie lustig, dass die Weltentendenzen einfach mal eine Tür öffnen. Wenn man so drüber nachdenkt, ist es schon sehr ulkig. Warte mal, ich werde mir das... Ach, habe ich schon. Gut. Dann werde ich das gleich mal futtern, das füllt eh nicht mehr viel auf. Nom, 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 nom. Na gut, immerhin etwas. So, ich werde wieder... Ich weiß nicht, soll ich hier auf Parieren gehen, oder... Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Denn der Gegner kommt gleich. Ist ganz überraschend und gemein, ehrlich gesagt. Finde ich zumindest. Wenn man es nicht weiß, dann wird man wahrscheinlich direkt eine gewatscht bekommen und ist tot. Na, wo ist er denn? Hallo. Gute Frau. Ja, es ist tatsächlich eine Frau. Die Executioner Miralda nennt sie sich. Und die ist auch dafür verantwortlich, dass die gute Hexe Yuria im Turm eingesperrt wurde. Ja, falls ihr es nicht wusstet. Die ist das. Und diese Axt, die sie hat, die Guillotine-Axt, die können wir übrigens auch bekommen. Und die ist ganz schön flink. Ich glaube sogar ihre Klamotten kriegt man auch. Das ist nämlich eins der Phantome, was auch in der Pure White und Pure Wack... Pure Black World Tendency kommt. Oh, guck mal. Sie macht schon richtig Schaden, ne? Die alte... Oh oh, das war schlecht. Ja, die ist richtig wack, die Alte. So, und tot ist er auch noch dazu. So, ich glaube, ihr Tod erhöht die Weltentendenz wieder auf +3, wenn mich nicht alles täuscht. Und sie hat die Guillotine-Axt.
Die zählt übrigens auch zum Achievement dazu für alle Waffen. Die Waffen des Ritters. Also aufsammeln, ne? Wisst ihr Bescheid. So. Hier muss ich jetzt aufpassen. Denn das ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, da kann man ganz schön gut drauf gehen bei. So, erstmal den Ring of Poison Resistance. Ja, den gibt es auch hier, aber den habe ich ja extra in der Kiste gelassen. Ich werde mir mal die Sachen ausziehen und mir stattdessen den Katzenring anziehen. Ja, jetzt habe ich wieder eine Katze. Guck mal. Oh, wie sie hochguckt. Das ist so knuffig, Leute. Naja, auf jeden Fall habe ich das nur gemacht, dass ich einen leichteren Fall habe und mich besser bewegen kann. Seht ihr, auf dem Balken, da liegt nämlich was Schönes. Und ich glaube, wenn ich hier runterspringe, sollte ich das Ganze überleben. Das ist halt ein bisschen fummelig alles. Ja, denn da unten ist noch so ein Becken, seht ihr das? Genau hier, jetzt unter mir. Da, wenn man da reinfällt, egal aus welcher Höhe, ist man sofort tot. Ist ganz nett gemacht. Eigentlich gar nicht nett, ist richtig gemein sogar. So, vorsichtig. Eine Colorless Demon Soul, das ist nämlich die einzige, die man bekommt, indem man sie aufsammelt. Und nicht von Primeval Demons oder indem man sie eben eintauscht. Bei der lieben Sparkly, wie schon erwähnt. Habe ich das schon erwähnt? Naja, ich wollte es auf jeden Fall zeigen, aber das mache ich dann später. Weil man kann pro Durchlauf, glaube ich, 8 Colorless Demon Souls bekommen, wenn ich mich da jetzt nicht verrechne. Ups. Hat ja gut geklappt. So, und hier bekommen wir jetzt die beste Rüstung im Spiel. Das ist quasi das Pendant zu Havels Rüstung in Dark Souls, nämlich die Brushwood Rüstung. Die von Bjorn. Falls ihr... Bjorn! Warum habe ich das so komisch gesagt? Ja, die von Bjorn of the Twin Fangs. Das ist seine Rüstung. Och, nö. Och, Leute, ich bin schon wieder zu schwer. Warum bin ich immer zu schwer beladen hier? Das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Aber das wiegt auch alles richtig viel. Da, guck mal, 115 von 171. Die Brustrüstung ist wieder am schwersten, ne? Ja, ja. Ja, ja, ist sie. Was kann ich denn wegwerfen, Leute? Ich kann eigentlich gar nichts wegwerfen, das ist ja das Problem. Was mache ich denn, was tue ich nur? Ja, ich weiß, das ist doof, wenn ich sowas hier wegwerfe, aber... Das wiegt nicht viel, aber... Vielleicht reicht's ja noch. Komm. Schmeiß weg den Kram. Ja, zumindest die... Aha. Ernsthaft? Was habe ich denn? 124 von 171. Das ist halt das Problem, wenn man mit schwerem Gepäck rumreist, ne? Ich weiß es nicht. Ich muss irgendwas da lassen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Ach, guck mal, die Dinger, die sind auch schon heftig, ne? Wenn ich jetzt meine vergleiche mit dem... ist schon krass. Krass, krass, krass. Ich kann eigentlich gar nichts da lassen. Ich glaube, ich lasse das Schild da. Oder? Das werde ich wahrscheinlich am wenigsten tragen können. Ich werde gar nichts davon tragen. Sagen wir mal, wie es ist, aber... Ich kann es mir ja noch im anderen Spieldurchlauf holen. So, was fehlt mir denn jetzt? Das will ich jetzt wissen. Das wiegt 13, das Schild. Ich habe 128 von 171. Warum kann ich das nicht aufheben? Kann ich doch. Warum? Hä? Ich bin gerade ein bisschen planlos. Warum konnte ich das vorhin nicht alles aufheben? Normalerweise hebt sie doch immer alles auf, was auf einem Fleck liegt. Oh Gott, guck mal. Ich bin zu schwer. Verladen. Komm, nicht. Die Leiter. Rauf. Und die ist auch ziemlich lang, die Leiter, ne? Ihr seht es. Ach ja, dann, ja. Dann klettern wir halt mal hoch. Ist ja nicht weit, ne? Nein, die ist nicht weit. Ach, da ist schon. Gleich. Ah, guck mal, die armen Schweine, die sind halt echt auf die Balken gefallen und dann da abgekratzt. Kein schöner Tod, wenn ihr mich fragt. Ach, bin ich froh, wenn ich das ganze Zeug im Nexus abladen kann. War das bei Seelen dann genauso blöd? Ich hätte gar nichts wegschmeißen müssen? Dann könnte ich mich ja jetzt ärgern, ne? Dann war das meine Schuld. Mea culpa. So, ich zieh's mal an. Wahrscheinlich kann ich dann kaum noch laufen. Oh, guck mal hier. Boah. Aber ich bin eigentlich noch ganz flott unterwegs. Guckt's euch mal an. Also es geht. Es geht sogar. Ich habe wahrscheinlich so eine Mid... Ja, es ist eine Mid-Roll. Okay, ich lasse mal die Rüstung an, Leute. Warum auch nicht, ne? Wenn es keinen Unterschied macht, ob ich die oder Seelens Rüstung anhab. Na gut, ich wollte eigentlich, wie gesagt, die ganze Zeit Seelens anlassen, aber dann lasse ich halt die hier an in Zukunft. Na, außer... Ja, wie gesagt, der Ring, das Pendant zu Havels Ring, der wird mich ja ein bisschen leichter machen.
50% Equip-Load setzt es hoch, glaube ich. Aber wenn ich da keine Quick-Roll hinkriege, werde ich die Rüstung hier doch nicht anlassen. Weil ich möchte unbedingt eine Quick-Roll haben. Mid-Roll oder Fat-Roll geht nicht. Es gibt auch noch das höchste Belastungsniveau. Da kann man dann, glaube ich, nur noch ganz langsam laufen, nicht mal mehr rennen. Und das ist dann... Da ist man zwar ein Panzer, aber es bringt einem nichts, finde ich. Das ist dann echt krank. Also, ne, wenn ich jetzt hier viel weniger Dings hätte, viel weniger Endurance und nur so ein wandelnder Panzer wäre, naja, habe ich nichts von. Gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, ich glaube, ich werde das hier wieder in ein Video quetschen. Muss ich wohl. Weil ich möchte ja noch wohin, ne? Ach nee, warte mal. Könnt ihr mal bitte aufhören mit eurem Quatsch? Ihr blöden Phalanxen. Ich muss doch nochmal zurück, Entschuldigung. Hannes jetzt ganz verwechselt das, weil... Oh. Vorsicht. Bitte. Ich muss doch nochmal dahin, wo ich schon mal war, in Part 30, glaube ich. Ja, wo ich so dummerweise zu blöd war, den Weg zu finden. Oder das könnte ich eigentlich... Na komm, ich mach's jetzt. Ich ziehe das jetzt durch. Weil der Ring, der wird mir hier wahrscheinlich am meisten weiterhelfen später mit der Rüstung. Dass ihr das nochmal seht. Wenn nicht, schneide ich halt wieder. Sag mal, ihr habt's auch nicht mehr alle, ne? Ihr habt auch nicht mal alle Latten am Zaun. Lass mich mal hier vorbei. Gib mir noch einen Hearthstone oder sowas. Ja, danke. Splinter auf Hearthstone. Hearthstone. Ja. Nicht zu verwechseln mit Hearthstone. Das Sammelkartenspiel. Vom Schneesturm. Okay. Ja, wie gesagt, in der Pure White hätte man zum Beispiel diese Probleme jetzt nicht. Weil ihr wisst ja noch sicher, es gab ja diese beiden Drachen, dieses Nest von den Dingern. Das ist dann nämlich komplett leer in der Pure White, warum auch immer. Aua. Die sind dann einfach nicht da, die Typen. Also die Viecher, eher gesagt, nicht die Typen. Ja. Ja. Ihr könnt mir gar nichts. Meine Rüstung ist stärker als ihr. Ich muss nur dran denken, mich nicht hier raus zu teleportieren, weil das wäre nicht gut. Aua. Hallo. Au. Hörst du mal auf jetzt? Hört immer auf jetzt. Also meine Ausdauerregeneration ist ja echt mal Panne, ne? Wahrscheinlich, weil ich so schwer beladen bin. So, erstmal futtern. Und abstechen. Abstechen. Ja, ich mach die lieber alle futsch. Ich glaube eigentlich, der blaue Drache müsste jetzt weg sein, oder? Der müsste jetzt weg sein. Und Soul des Lotus. Den kann ich eigentlich gleich wieder wegschmeißen, weil Blutung ist mir eigentlich relativ egal mittlerweile. Ja, ich werde das definitiv rausschneiden. Ich will nur gucken, ob der Drache jetzt da ist. Aber ich schätze mal... Ach Leute, das hätte ich in Part 30 schon machen können, fällt mir gerade ein. Tut mir leid. So, aber das Nest müsste jetzt weg, sauber und alles sein. Nee, ist es nicht. Oh Mann, Leute, dann werde ich, glaube ich, mal ein bisschen den Drachen bearbeiten, weil ich glaube, wenn man den gut anschießt, dann haut er irgendwann ab, oder? Ach komm, ich hol's mir einfach. Wahrscheinlich zieht der mir gar nicht so viel ab, weil der schlägt jetzt mit dem Schwanz aus öfter mal. Ja, machst du, ne? So, Flame Resistance Ring, da ist er doch. Hätte ich mir den schon vorher geholt, ne? So, holen wir uns den noch. Den Ring of Herculean Strength. Ups. So. Erstmal ein bisschen Gras futtern. So, denn das Ding, wie schon erwähnt, das gibt mir mehr Highest Possible Equipable Weight Rises. Ja, kann ich nicht anziehen, weil ich zu viel bei mir trage. Aber generell ist das eine sehr feine Sache, das Teil. Und ja, ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder am Archstone der Phalanx wieder. Denn das nochmal hier... Na, nee, das muss nicht sein, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja. Ich überlege gerade. Ich werde wahrscheinlich jetzt einfach nur schnell durchrennen, weil ich möchte noch... ich möchte noch den Primeval Demon zeigen, den es hier gibt. Bei dem ich dann die Colorless Demon Soul bekomme. Und die roten Phantome, die ja noch so rumstehen. Das ist jetzt kein... Ja, nichts Besonderes, sage ich mal. Aber... Kann man mal machen, ne?
Was ich noch gelesen habe, und das ist ein doofes, blödes Problem, ehrlich gesagt, dass Bjorn hier feindselig sein kann. Ihr wisst ja, der kommt nochmal vor dem blauen Drachen und kämpft gegen ihn. Und man ist sich nicht so ganz sicher, ob das ein Bug ist oder gewollt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich habe keinen Bock, dass Bjorn feindlich mir gegenüber ist. Das wäre extrem shitty. Alle mal abstechen, bitte. Dankeschön. So, ich habe mir übrigens den Liebesring mal ausgezogen, weil den finde ich ja doch nicht so nützlich. Oh, oh. Hi. Oh. Ja. Geht mal alle weg. Dafür lieber den Regenerators Ring. So, dafür sind die jetzt alle viel feindseliger als vorher. Okay, alle abstecken. Dankeschön. Oh, jetzt ruckelt's wieder. Ja, der Drache ist doch gar nicht mehr da. Warum ruckelt's hier denn dann? Der ist doch futsch. Den habe ich doch getötet. Hau ab. Vorsicht, Junge, Vorsicht. So, da oben müssten jetzt eigentlich zwei schwarze Phantome stehen. Oh oh, wenn mich nicht alles täuscht. Hört auf zu schießen, ihr Blödmänner. Oh oh. Hallo, hallo, hallo. Wumps, und gleich ganz tot hier. So schön. Du hast noch ein bisschen Gras für mich, habe ich gehört. Half-Moon-Gras, ja, ist gut. Oder? Wo sind denn die roten Phantome jetzt? Weil solange ich die Welt nicht verlasse, ändert sich auch nicht meine Welttendenz. Kannst du mal aufhören zu blocken, bitte? Ja, so ist schön. Und Half Moon Grass. Ich höre oben die Kristallechse rumschwirren. Aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich Wumpe. So, jetzt muss ich mal ganz kurz in meine Notizen schauen. Hier müsste doch eigentlich direkt vor dem Tower Knight was sein, oder nicht? Habe ich so gelesen. Two Black Phantom Blue Eye Knights appear at the end of the Red Dragon Bridge before the Tower Knight. Tun sie nicht. Und meine Weltentendenz ist immer noch pure black. Von daher ist das sehr komisch, ehrlich gesagt. Naja gut, wie gesagt, Primeval Demon ist noch auf der Liste. Da bin ich auch gleich. Und dann noch die zwei Fat Officials werde ich euch zeigen. Die, die sehr gemein sind, von denen ich glaube ich schon mal berichtet habe. Die sind echt garstig. Also die stehen genau so oder spawnen genau so, dass man sterben muss. Wirklich. Also wenn man es nicht weiß, ist man eigentlich schon tot. Ihr erinnert euch, die Fat Officials sind die, die mit Feuer schießen und so eine komische, so eine helle Bade haben, mit denen sie auf einen einschlagen. Oh, ihr macht ja schon wieder richtig viel Schaden, ne Jungs? Von einem Moment auf den anderen hauen die richtig was raus hier. So. Gebt mir mal... Da ist jetzt wieder so ein Fat Official oder ist der einzigartig? Nee, der ist tot. Also wenn man ihn einmal tötet, ist er wohl weg. Nicht wie die anderen Gegner. Ja, es gibt ja immer Gegner, die kommen immer wieder. Und dann Gegner, die tötet man einmal und dann sind sie halt das ganze restliche Spiel nicht mehr da. So wie auch die Nekromanten zum Beispiel im Grab der Riesen. Oder in der Gruft bei Dark Souls. Au. So, da ist er nämlich schon, der Primeval Demon. Ihr seht ihn. Wahrscheinlich werde ich jetzt sogar drauf gehen. Bei den Fat Officials. Aber mal schauen. Ich will eigentlich nur die Seele. Die Colorless Demon Soul. Und dann ist mir alles egal. Die paar Seelen, die habe ich schnell wieder gefarmt. Also wirklich, farmen ist hier nicht so das Problem. Auch wenn man da ein bisschen Geduld hat, dann sowieso nicht. Also ich habe ja viel Geduld. Wisst ihr ja. Nicht in allen Genres, aber in diesen Genre-Dingern zumindest schon. Stirb, stirb, stirb. So. Gib mir deine Colorless Demon Soul. Ja, jetzt habe ich ja zwei Stück. Mit dreien werde ich erstmal zum guten Saint Urbane gehen und mir noch ein Wunder abholen. Das ist, glaube ich, das einzige Wunder, wofür man Colorless Demon Souls braucht. So, Leute, jetzt wird's kritisch. Ich muss hier durchrennen. Und ich hoffe mal, ich werde nicht dabei sterben. Ansonsten ärgere ich mich. Aber es ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Ist mir alles egal. So, da sind sie. Die Fat Officials. Ahahaha. Wenn man da nicht sofort durchläuft, ist man schon tot. Au. Au. Du Penner. Hier, weg, 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 weg. Ich glaube, die kommen jetzt alle hinterhergewetzt, oder? Die Dicken. Ja gut, die sind sehr langsam, aber... Nichtsdestotrotz kommen sie mir nach. So, da werde ich mich mal ganz kurz ein bisschen auffrischen. Mana-technisch.
Ich soll schon anlaufen, wenn ich das schon sehe, ne? Ich krieg da Aggressionen so ein bisschen. Hässlicher, hässlicher, fetter Arsch. Mach hier mal kaum Schaden irgendwie, ne? Oh je. Ne, jetzt ist zu spät. Mehr, Dicker, hau zu. Und abstechen. Guck mal, ich mach denen überhaupt keinen Schaden. Das ist so herrlich. Herzallerliebst ist das. Hoffentlich schießt er mir jetzt kein Feuer in den Rücken. Da ist er. Nein, Master's Ring. Oh, der macht ja gar nichts. Der steht nur rum. Ja, da willst du Feuer machen, Kleiner. Willst du Feuer machen? Ja. Dicker. Oh, oh, oh. Ja, ja. Lach doch nicht so dreckig. Oh, oh, oh. Das meine ich. Garstige Dicke. Ach, das waren nur Dings hier. Combustion. Na komm. Na komm. Hau zu. Oh. Zum Glück habe ich doch wohl einigermaßen Feuerresistenz auf der Rüstung, sonst wäre ich jetzt tot gewesen. New Moon Grass und 5000 Seelen. Ja, wenn sich das mal nicht lohnt. Nee, tut's nicht. Tut's nicht. Du Schwein. Guck mal, das ist schon krass, der Unterschied, ne? Die im ersten Level machen mir gar nichts mehr. Und die hier, die hauen mir so richtig was weg noch. So, ich würde sagen, ich hau mir mal die Lightning Weapon drauf, weil ich denke, damit mache ich viel mehr Schaden. Oh, komm, 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 komm. Komm, 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 Kleiner. Komm, 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 komm. Okay. Ich wünsche mir Glück, dass der auch noch leicht umgeht. Ach, wird er, wird er. Wird er. Warte mal. Ah, wolltest du etwa? Ne, wolltest du. Ich hab's gesehen. Schweinekerl. So, ziehen wir uns die nochmal an. Ja. Treffen. Nicht schmeffen, du Dickerchen. Und ja, dann spare ich mir da ein bisschen Farmarbeit. Ich meine, so geht's schneller. Dann habe ich da mehr Seelen im Endeffekt von. Und stirb. Dankeschön. Gut, Leute, das war's eigentlich mit der schwarzen Weltentendenz hier im Boletarischen Palast. 7000 Seelen. Lalalala. Ja, ich werde zurückkehren in den Nexus. Ich werde zurückkehren in den Nexus. Wäre lieb, wenn ihr mir noch eine Bewertung da lasst auf das Video. Schreibt mir vielleicht noch was Nettes unter das Video natürlich auch. Und dann geht's nächstes Mal gleich wieder weiter mit Demon's Souls.